Yoga heißt Joch, Yoga heißt Zeitalter, Yoga heißt Weltenalter. Yoga bezieht sich insbesondere auf die vier Yugas. Da gibt es vier Yugas, vier Zeitalter. Da gibt es zunächst mal das Kali-Yoga, das dunkle Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden sollen. Das soll insgesamt 432.000 Jahre dauern. Dann gibt es als zweites das sogenannte Dwapara-Yoga, das soll 864.000 Jahre dauern. Dann gibt es das Treta-Yoga, dauert 1.296.000 Jahre. Und dann gibt es Satya-Yoga, welches auch als Krita-Yoga bezeichnen wir, das goldene Zeitalter. Und das dauert dann 1.728.000 Jahre. Alles zusammen wird dann zu 4.320.000 Jahre. Und das ist dann das Maha-Yoga. Und so ist ein Maha-Yoga insgesamt 4.320.000 Jahre alt. Eine bestimmte Anzahl von diesen Maha-Yugas gibt dann ein Manvantara, ein Zeitalter von Manu. Und eine bestimmte Anzahl von Manvantaras wird dann zu einem Tag im Leben von Brahma. Und Brahma hat 360 Tage im Jahr und lebt 100 Jahre. Und so dauert letztlich dieser Weltenzyklus 311 Trillionen Jahre in etwa. Gut, also Yoga, Zeitalter. Laut klassischer indischer Chronologie befinden wir uns im Kali-Yoga und am Beginn des Kali-Yogas, was ausdrücken soll, ja, es ist momentan nicht so einfach, die höchste Verwirklichung zu erreichen und es ist immer wieder leicht, auf Abwege zu kommen. Deshalb gilt es, immer wieder auf der Hut zu sein. In diesem Yoga, in diesem Kali-Yoga, muss man immer wieder aufpassen. Was führt mich zum Höchsten und wie komme ich dorthin? Bin ich schon dabei, meinen Idealismus zu verlieren? Vernachlässige ich meine Praktiken? Vergesse ich, wozu ich auf dieser Welt bin? Positiv betrachtet, gerade im Kali-Yoga, können wir schnell die Selbstverwirklichung erreichen. Gerade weil es schwerfällt, zählt etwas Bemühung umso mehr als zum Beispiel im Krita-Yoga. Okay, also Yoga, Zeit, Zeitalter.